Salihamidžić sagte über Musiala, er ist mehr als ein Talent und damit hat er absolut recht. Während Musiala letztes Jahr hinter Pedri vom FC Barcelona und Jude Bellingham vom BVB nur Dritter wurde beim Golden Boy Award und auch bei der Copa Trophy, muss er es dieses Jahr einfach nur gewinnen. Nur zur Aufklärung Leute, genau wie es im Erwachsenenfußball den Ballon d'Or, aber auch die Weltfußballerwahl gibt, gibt es auch bei U21 Spielern zwei verschiedene Trophäen, die vergeben werden. Der Golden Boy Award wird von der italienischen Sportzeitung Tuttosport vergeben und das bereits schon seit 2003. Bekannte Gewinner sind zum Beispiel Raphael van der Vaart, Rooney, Messi, Balotelli und viele weitere geniale Spieler. Aber auch Flops wie Anderson zum Beispiel. Die Copa Trophy ist von der französischen Fachzeitschrift, nämlich France Football, und wird erst seit 2018 vergeben. Dafür ist es aber die Trophäe, die am ehesten mit dem Ballon d'Or verbunden wird, weil es vom selben Verlag ist. Als beste U21-Spieler der Welt bei der Copa Trophy sind aktuell 10 Spieler nominiert. Karim Adeyemi vom BVB, aber auch Jude Bellingham vom selben Verein. Eduardo Camavinga von Real Madrid, Gavi, Gravenberg, Nuno Mendes, Musiala, Joshko, Guardiol, Bukayo Saka und auch Flo Wirtz. Wenn wir uns all diese Spieler ansehen, dann darf es für mich nur einer werden, nämlich Jamal Musiala. Alle genannten Spieler sind genial und sie hatten wirklich tolle Jahre hinter sich. Aber wie es Brazzo schon gesagt hat, Musiala ist wirklich mehr als ein Talent. Obwohl Musiala mit der Spielfreude eines Kleinkindes spielt, hat man manchmal das Gefühl, dass er die zentrale Figur bei den Bayern ist. Als größte Konkurrenten für die Trophäe sehe ich persönlich Camavinga und Gavi. Erstens, weil Spieler von den zwei spanischen Giganten am öftersten im Fokus stehen bei solchen Verleihungen und zweitens, weil sie auch sehr gut waren. Gavi hat mit seinen 17 Jahren und mit seiner selbstbewussten, aber auch bulligen Art alle Augen in Spanien auf sich aufmerksam gemacht und schon das ein oder andere Nationalteamspiel gemacht. Aber wirklich etwas erreicht hat er mit diesem schlechten Barcelona auch nicht, weshalb es meiner Meinung nach nicht verdient hätte. Der größte Konkurrent ist aber Camavinga, der es auch verdient hat. Camavinga hat letzte Saison zwar noch keine Stammposition gehabt, aber er ist trotzdem auf insgesamt 36 Einsätze für Real Madrid gekommen. Und wenn er gespielt hat, dann hat er meistens auch abgeliefert. Unvergesslich werden seine Joker-Einsätze in der Champions League bleiben, als Real Madrid nach seiner Einwechslung viel besser gespielt hat und die Spiele auch gedreht hat. Mit dem Champions League-Sieg hat er außerdem auch einen großen Titel, mit dem er eventuell die Nase vorn hätte vor Musiala. Wenn Camavinga gewinnt, dann ist es bestimmt nicht unverdient. Aber wenn es um die individuelle Leistung geht, dann finde ich persönlich, dass Musiala besser war. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt.